Fuck! Einen wunderschönen guten Tag, Freunde des guten Geschmacks. Herzlich willkommen bei Feel Free to Play. Mein Name ist Tommy McGinnis und heute wird es an der Zeit, politisch zu werden. Treffen wir einen Senator. Ordentliche Crewcasters. Hoffentlich leiste ich meinen Beitrag. Du hast uns zum Senator gebracht. Klingt, als wollt ihr meinen Anteil verdoppeln. Ist das so, BD? So, Freunde, bevor wir hier richtig in Star Wars vertiefen, möchte ich mich erst einmal für meine komplette Unprofessionalität entschuldigen. Den schlauen Zuschauer ist aufgefallen, gläserne Augen, Augenringe bis zum Boden. Wenn man die Nacht mal wieder zum Tag macht, dann kann nur das schönste Hobby der Welt dafür verantwortlich sein. Und das ist Gaming. Heute also ein sehr, sehr kaputter McGinnis. Simmy! Schön, dich zu sehen. Hey, Bravo. Irgendwie läuft nie etwas nach Plan, oder? Wo bliebe sonst der Spaß? Wie macht sich der Neue? Ein bisschen geschwätzig, aber gut im Kampf. Ha, danke sehr. Gabes hat die Yacht gehackt. Der Senator kann nicht um Hilfe rufen, aber er hat sich ziemlich gut verschanzt. Hast du geklopft? Hab grad mit den Zwillingen gewettet, dass der Senator dich drinnen ausgestopft hat. Dann will ich einen Anteil. Hey, Cal, wenn du stirbst, krieg ich die Mantis, oder? Tut mir leid, Gabs, sie gehört nicht mir. Wie lautet der Plan? Die Yacht ist eine Sinarim Sidian. Der Senator hat Militärinfos auf seinem persönlichen Terminal an Bord. Damit hätten wir eine echte Chance gegen das Imperium. Das Problem ist nur, die Kabine hat Panzertüren. Die können nicht mal die Zwillinge aufstemmen. Und wie kommen wir rein? Ihr holt die Yacht runter, Jetpack. Dann beginne ich mit meinen Hackerkünsten. Mit meinem zauberhaften Assistenten. Ich schnapp mir einen Transporter und bin sofort wieder da. Ziehen wir es durch. Zwillinge, bringt Cal über diese Kluft. Was soll ich tun? Du hast ein Jetpack. Benutze es. Verstanden. Zu meinem großen Glück, liebe Freunde, spricht das Spiel aber heute für sich. Danke euch. Genieße nur die Aussicht. Wonach suche ich? Zwei Streben haben sich um die Yacht gewickelt. Das wird eine Menge Kraft erfordern. Ich meine damit ewig Kraft. Ich denke, das kriege ich hin. Hey, Cal. Ich habe versucht, die Streben zu bewegen, aber... Ja, Gabs hat mich vorgewarnt. In Ordnung. Erster Streben weg, Gabs. Sagst du den Zwillingen, sie sollen die Yacht runterholen? Bin dabei. Gut, ihr seid dran. Warte! Dieser Lüftungsschacht brennt dich durch, wenn du ihm zu nahe kommst. Alles klar, Cal. Da geht's ziemlich weit runter. Sei vorsichtig. Ich
bin immer vorsichtig. Carida, habt ihr den Arsch gerettet? Du schuldest mir ein Schiff. Fürs Protokoll, ich hab ihn für dich gelockert. Nicht übel, Kerl. Spring rüber, wir ziehen sie runter. Ich bin drauf, Caps. Zwillinge, die Yacht gehört euch. Also, ich habe tatsächlicherweise keine Ahnung, wie es da an der Stelle weitergehen soll. Aber ich nutze die Situation und würde mich nochmal bei euch vorstellen, nämlich mit meinem Beinamen. Begrüßt seid ihr, hier spricht Tommy Falltod McGinnis. Kommt nicht von irgendwoher. Wir sollten uns dem Senator noch mal vorstellen. Zurück! Ich warne euch! Ich wusste, wir hatten noch was offen. Geben Sie uns Ihren Terminalcode. Das wäre mein Todesurteil. Nun, mit welchem Verhandlungswerkzeug soll ich beginnen? Habt ihr nicht von mir behauptet, ich sei scharfzüngig? Das hier ist stumpf. Damit müssen wir uns wohl abfinden. Vielleicht kann ich ihn umstimmen. Du wirst mir Zugriff auf dein Terminal geben. Ich kann nicht. Du kannst uns vertrauen. Wir sind hier alle Freunde. Entsperre es. Wir sind hier alle Freunde. Ich kann euch vertrauen. Ich werde das Terminal entsperren. Wenn er sich bewegt, schieß. Aber gerne. Also bitte, was haben wir da? Sie sind überall. Nicht der Durchbruch, den wir erhofft hatten. Jahrelange Kämpfe. Doch nichts davon hat sie gebremst. Was habt ihr erwartet? Ihr habt verloren. Die Republik ist tot. Getötet von Politikern wie Ihnen. Denkt ihr, ich wollte Utapau im Imperium haben? Meine Kompromisse haben eine Zukunft für mein Volk geschaffen. Ich war auf Utapau, Senator. Ihr Name ist dort ein Schimpfwort. Immerhin leben Sie noch. Wozu kämpfen, wenn man nicht gewinnen kann? Niederlagen schmecken anfangs bitter, Kerl. Aber mit der Zeit süßer. Befreit mich. Und wir handeln was aus. Nein, Senator. Eines Tages, wenn Ihre Kinder das hier sehen, werden Sie wissen, dass die Jedi für Sie gekämpft haben. Wie enttäuschend naiv. Hey, die Zwillinge haben diesen hungrigen Blick. Bringen wir es zu Ende, bevor wir ein zweites Carida haben, ja? Und was ist mit ihm? Er kommt mit uns. Okay, schnappt euch das Essen und los. Boah, Essen. Das ist eine hervorragende Idee. Ja, hallo? Ja, ich würd gerne eine Pizza bestellen. Groß. Nee, größer. Ja, einmal bitte komplett mit Kaffee überkippen, ja? Ja.
Sie haben Glück, Senator. Sie haben einen Termin mit Saw Gerrera. Er wird mich töten. Oh, darüber weiß ich nichts. Kommt drauf an, ob Sie kooperieren. Diese Fähigkeit schätzen Senatoren doch, oder? Kooperation? Ortisa! Ortisa! Kulka! Haben wir, was wir brauchen? Ja, bin gespannt, was Saw als nächstes für uns hat. Erstmal müssen wir mit diesen Informationen an die Oberfläche. Haben wir einen Plan für den Senator? Ich überlege noch. Wir können jederzeit Coop und Liz fragen, um rauszufinden, ob der Senator fliegen kann. Lasst mich gehen, sonst werden eure Freunde leiden. Ach, diese Senatoren haben ein schönes Leben. Kann ich seine Yacht haben? Das Ding ist zu langsam für dich. Dann benutze ich sie eben nur am Wochenende für Familienausflüge. Schön, du Spielverderber. Hab's mir anders überlegt. Wir sollten das Imperium immer im Visier haben. Ja, fühlt sich gut an, das Richtige zu tun. Nein, die sind stinkreich, obszönreich. Dagegen sind die Hutten Saubermänner. Ich wette, dieser Senator hat noch mehr Krebs in seinem. Wo wart ihr so lange? Während ihr Schatten nachgejagt habt, wo ich da? Erwischt, wie sie einen Verräter versteckt haben. Kestis! Los, Feuer frei! Walter! In Deckung! Dank Ferrick, eine Inquisitorin? Pass auf! Herr Gertz, danke. Und während wir jetzt auf unser Essen warten, möchten wir aber trotzdem ein paar Dinge hier nochmal erläutern. Zum einen, was war das gerade für eine geile und dramatische Szene? Nicht nur die Todesszene, sondern das ganze Spektakel per se. Und wir haben eine alte Bekannte wieder getroffen. Das dürfte die 9. Schwester gewesen sein. Ein Sith, wie sie im Buche steht. Wir haben sie schon in Fallen Order kennengelernt und wir haben ihr da was abgeschlagen. Lieber Arm ab, als Arm dran. Wir jagen uns, Kumpel. Wir müssen ihnen einen Schritt voraus bleiben. Dieser Move war für mich so unverständlich, so unnatürlich. Es hat echt gedauert, bis ich geschnallt habe, was sie da von mir wollen.
Vorwärts, BD. Stimmbehälter, den können wir gebrauchen. Ja, ein weiteres Medikit for the win. Oh, Futter! Dieser Weg ist versperrt. Los, wir kommen später wieder. Ich werde der neunten Schwester deinen Kopf suchen. Bring das dein Ende nur hinaus. Ja, wenn das mal nicht gepflegt an ein Horrorszenario erinnert.
ist irgendwo hier drin. Wir finden ihn. Halt dich bereit. Ein Feind? Hier? Wir werden gemeinsam kämpfen. Sia hätte vermutlich nicht gedacht, dass ich es so benutze. Auch das ist, by the way, eine Trophy, die da heißt, gleich und gleich streiten sich gerne. Darum geht's darum, dass ihr einen Gegnertyp verwirren sollt, der denselben Gegnertyp dann umbringt. Überall Troppler. Wir müssen vorsichtig sein, Kumpel. So, Freunde, jetzt bin ich aber richtig pappensatt. Ich habe genug von diesem Ort. Okay, weiter geht's. Sie wollen mich, sie kriegen mich. Ja.
Schön, dich zu sehen. Soll ich dich mitnehmen? Zu früh gefreut. Ich nehme die Inquisitorin. Halt du mir den Rücken frei. Jawohl. Wir müssen sie ausschalten. Ja, Leute, es ist soweit. Das Rematch beginnt. Wir gegen die 9. Schwester. Das wird ein epischer Fight. Nicht wundern, voller Magen. Macht einfach nur ein bisschen Mut und Training. Aber du trägst schwere Wunden in dir, Kestis. Ich spüre das. Du empfindest Schuld für die Narren, die du in den Tod geführt hast. Das macht dich so, so berechenbar. Einen neuen Trick gelernt? Thank you.
wird mich zur Legende machen. Du warst ein Jedi-Ritter, bevor du den Orden verraten hast. Dein Name lautete Massana Tide. Es ist Zeit, dich zu befreien. Ja. Mir geht's gut. Konzentration.